Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Avocado. Wir haben das letzte Mal hier gespeichert und waren hier unten. Doch, wir... Oder waren wir hier unten? Ne, wir sind nur weitergegangen. Oh Gott. Ich weiß nicht so... Oh, da drüber hätten wir gemusst. Ach Mann. Okay, wir sind wieder hier oben. Aber wir waren... Wo waren wir gerade? Oh je, ich habe es leider vergessen. Aber wir versuchen mal einfach weiterzukommen. Einfach ganz normal weiter. Nichts Spannendes. Einfach hier runter. Mal gucken, was hier so abgeht. Alter, ich hasse dieses Vieh so sehr. So. Die Viecher sind nämlich unbesiegbar. Die sind ganz schön asozial. Puh, der Weg hier runter ist ganz schön lang. Okay. Hier erwarten uns keine Monster. Das ist mal seltsam. Das ist sehr seltsam. Okay. Hier sind noch ein paar Dudes. Okay. Was geht hier so ab? Hallo? Hier verliere ich meine Sprungfähigkeiten. Sehr interessant. Hier kann ich noch springen und hier kann ich nicht mehr springen. Okay. Okay. Gucken wir mal auf die Map. Hier geht es nur noch tiefer rein. Ob wir hier runter sollen? Weiß noch nicht. Wir können mal gucken. Okay, noch mehr Geld. Natürlich. Nein, ich wollte auf ihn drauf. Ah. Alter Schwede. Oh Gott, wir haben Waffe gewechselt. Wie haben wir denn das geschafft? Wie habe ich denn Waffe gewechselt, Leute? Oh mein Gott, mein Leben. Oh mein Gott. Heiliger Bimbam, warum haben wir Waffe gewechselt? Wie habe ich das denn gemacht? Eieieiei, okay. Ja gut. Gucken wir hier mal runter. Alter, dieses Vieh, ich hasse es jetzt schon so sehr. Es ist echt die Hölle, dieses Vieh. Nee, warte, da springen wir nach links. Okay. Hier müssen wir auch weiter nach links. Wir müssen eigentlich nur nach links. Wir könnten noch gucken, ob wir hier weiterkommen. Gucken wir mal auf die Map. Da sind wir quasi an derselben Stelle, nur kommen von oben. Das bringt hier auch nicht so viel. So. Hallo? Das letzte Mal sind wir von oben auf dieses Vieh draufgekommen. Oh je, Mann. Jetzt haben wir wieder... Wie switchen wir so fast unsere Waffe, bitte? Das würde ich gerne mal wissen, wie ich das immer schaffe. Oh je, Mann. So. Numero uno. Down. Hoppla. Ach Gott, dammit. Ich bin echt nicht gut daran. So. Oh Gott, vor allen Dingen diese Viecher. Okay, wir sehen uns gleich wieder unten. So. Sind wieder hier. Und. Boah, was war das denn? Perfekt. Oh mein Gott. Also ich finde, es ist immer ein bisschen kompliziert, ob man selber Schaden kriegt oder ob man... Ah, das Springen in diesem Spiel macht einen echt... Diese Walljumps sind die Hölle, kann ich euch sagen. So, was geht hier? The magical campfire can help you regenerate health over time when you stay near it. It's a one-use item, so use it wisely. Okay. Und wir kriegen eins. Okay. Ah, okay, wenn wir hier stehen, dann regenerieren wir. Können wir das nicht... Das könnte schon auf der Map markiert sein. Das wäre jetzt nicht so...
die große Herausforderung. Aber okay. Gucken wir mal. Hier kommen wir eh nicht raus. Wir müssen, wenn dann eh hier hoch. Oh, das könnte schwierig sein. Okay. Ich glaube, wir kommen nicht hier hoch. Okay, dann der ganze Weg wieder zurück. Naja, für ein bisschen Geld und einen Kämpfer. Ich finde, hat sich schon gelohnt. Kann man mal machen. Muss man aber nicht. So. Hallo? So. Hier kommen wir ja nicht weiter. Okay. Das bedeutet, gehen wir mal hier entlang bei diesen Bobs. Okay, hier kommt man anscheinend auch nicht so weit. Ich würde trotzdem gerne hier hochnehmen. Ah, beim ersten Mal haben wir den so gut erwischt, weil wir genau auf den seinen Kopf einfach gebounced sind. Ah, das war so gut. Ah, fuck. Alter. Langsam. Ist aber nass. So. Gut. Oh. Wie ist das immer zerfetzt, Alter? Ist schon ein bisschen heftig. So, gucken wir mal. Hier, wo sind wir? Ich will mal so ein bisschen den Überblick behalten. Aber fast kein. Nein, nein! Okay. Eigentlich nicht schlimm. Eigentlich nicht schlimm. So. Oh mein Gott. Aber wir müssen trotzdem nochmal. Das ist ja leider. Zum Glück ist es nicht so weit weg. Du bist die nächste Plattform hier. Und das war ja dann gleich hier. So. Zum Glück. Ach Gott, und den ganzen Weg wieder hoch. Also ich weiß nicht, wer diese Sprungmechanik entwickelt hat. Die ist schon ein bisschen bekloppt. Aber okay. So, was hat uns hier erwartet? Hier hat uns dieses Vieh erwartet. Oh Mann. Okay. Hallo? Oh mein Gott. Ich bin echt schlecht, die Viecher zu treffen. Mehr Munition. Richtig nice. Okay. Dann gucken wir mal. Hallo? So. So, die Frage ist jetzt, sollten wir hier runter gucken oder sollten wir es nicht? Boom! Au. Ich weiß nicht, ob es das wert war. So, dort links wäre auch nochmal. Wir könnten so vielleicht uns runtersliden. Ah, okay. Hier wäre noch eine Lampe gewesen. Hm. Ja. What the fuck war das? Hä? Ich weiß nicht mal, was gerade passiert ist, ehrlich gesagt. Okay. Dann gönnen wir uns den Aufstieg hier mal wieder. Denn da unten waren wir ja schon und haben gerade die ganzen Monster geplättet. Von daher lohnt sich das nicht wirklich, meines Erachtens. Na, was ist da unter uns? Also, hier kommen wir her. Hoppala. So. Okay. So, jetzt müssen wir nur wieder hier wahrscheinlich hochkommen, weil hier unten ist ja nichts mehr. Wir könnten ein bisschen Health gebrauchen, ehrlich gesagt. Alter, dieses hässliche Vieh. Ich hasse es so sehr. Ich hasse dieses Vieh einfach so sehr, Leute. Ganz ehrlich. Nein, wir haben es nicht geschafft. Okay. Oje. Wir könnten mal gucken. Achso, nee, nicht so. Ah, ja. Eigentlich sollten wir uns heilen. Ja. Ich glaube, das. Weil, wenn wir jetzt wieder unten landen, das wäre kacke. So. Okay. Dann ist die Frage: Wo geht's weiter? Hier unten waren wir jetzt gerade. Ach ja, wahrscheinlich bei den Ropes. Oh mein Gott. Oh, was ist denn jetzt los?
Warum? Ich glaube, ich bin einfach zu blöd für diese Ropes. Heieiei. So. Tell me why. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay. Ist fein. Wir haben wieder einen Checkpoint. Und ein paar von diesen Viechern hier. Okay. Oh mein Gott. Aber wir spawnen ja gleich wieder hier. Es ist nicht so tragisch. So. Okay, noch mehr Laser. Nehme ich gerne. Oh nee, so ein blöder Marienkäfer. Der Marienkäfer macht mich jetzt schon fertig. Completely. Ja, so haben wir ihn nämlich das letzte Mal besiegt und das ist echt die beste Methode. So, was geht hier unten ab? Hier unten sind diese Viecher. Auf die Viecher, glaube ich, können wir nicht drauf springen. Oh mein Gott. Bah. Die zerfetzt so richtig hässlich, diese Bomben. Alter. Mit Aim habe ich es nicht so. Hä? Ah, dieses Spiel, manchmal läuft man echt ein bisschen. Boah, cringe. Okay, wir haben einen Schlüssel. Was bist du? Health? Ja, Health ist gut. Perfectly. Ich will mir immer so ein bisschen auf die Map gucken, um halt so einigermaßen zu analysieren, wo wir gerade was machen. Denn ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. Okay. Ich habe absolut keine Ahnung, was wir hier tun. Aber wir haben einen Schlüssel und wir kennen ja eine Kiste, die einen Schlüssel benötigt. Das wäre jetzt zumindest mein Plan. Ich weiß nicht, ob das das Klügste ist. Erstmal in Loot investieren. Oder ob es da bessere Methoden gäbe. Aua. Ist nicht euer Ernst. Haben wir den Schlüssel noch? Ja, okay, wir speichern alles, was wir haben. Oh mein Gott, ist das verrückt. Okay, langsam habe ich aber raus, wie das funktioniert. So, jetzt müssen wir nur wieder hier hoch. Oh mein Gott, aber das Spiel ist fun. Also es macht schon Spaß. Wir sollten... Ja, das sollten wir auf jeden Fall tun. Und uns wieder in diese Richtung. Aha, haben wir das übersehen? Ist da hier Loot oder so? Hm. Sehr interessant immer. Gucken wir mal, wie es weitergeht. Okay, es ist ein bisschen... Waren wir hier oben schon? Ah ja, hier kommen wir nicht hoch, ne? War das Problem ein bisschen. Hm. Also, anhand der Map erinnert mich dieses Spiel schon krass an Metroid. Irgendwie, ich weiß nicht warum. Aber die Map ist auch so cringe. Nur ich finde es sogar besser, weil man wenigstens sehen kann, wo man sich befindet. Hier sehen wir, achso, wir müssen wir hier hoch? Ja, ich glaube, wir müssen... Oh, war die Kiste oben oder war die Kiste unten? Das ist jetzt die Frage, ne? So. Ja, hier war das Schwein, ne? So, hier war die Kiste. Perfekt. Und wir kriegen ein Schutzschild oder keine Ahnung. So. Ein rotes Schild mit einem Stern. Gucken wir, ob wir bei der Zitronenlady irgendwas Neues... Irgendwie gibt es, glaube ich, noch immer nichts Wichtigeres. Wir haben mittlerweile 30 Geld. Boah, 70 Geld kostet so ein Zelt, okay? 25 kostet das Feuer. Okay. Hier ist ein bisschen besser als das... Ich finde das Feuer sogar besser. Warum ist das Feuer günstiger?
Ich würde mir noch so ein Feuer kaufen. Ah, schwierig, schwierig, schwierig. Okay. Ich habe eins gekauft. Okay, ich glaube, wir können die Waffe nicht sellen, weil es funktioniert nicht. Okay. Ach so, es ist immer ZR. Okay, schräg. Ja, dann war es das wohl hier. Wir haben unser ganzes Money ausgegeben. Was ich aber nicht schlimm finde. Also, ich würde vielleicht sogar überlegen, neben dem Shop ein Feuer hinzubauen. Aber ich weiß halt nicht, wie weit sich das lohnt. Weil ich meine, anscheinend werden wir ja immer wieder zu dem Shop zurückkommen. Sonst macht der Shop meines Erachtens nach nicht viel Sinn. So, wir müssen jetzt aber, glaube ich, einfach wieder dort weiter. Denn wenn ich mich recht erinnere, war doch dort auch auf dem Stein, wo wir nicht weiterkommen, auch so ein Symbol. So, irgendwas mit Rot. Und unser Schild war auch rot. Also vielleicht bringt das irgendwas. Was steht da eigentlich dabei? Nee, falsche Taste. Wir können ja mal gucken. A key that is used by oracles. This key is essential to open new horizons. Due to its magical powers that can control the environment. Ja. Also ich würde sagen, perfekt. Dann gucken wir dort mal hin. Ja. Hier kommt schon unser Lift. Und bringt uns runter. Hallo? Hä? Okay. So, schmeißen wir uns hier weiter runter. Hier runter. Das nächste war links, ne? Und jetzt wieder rechts, glaube ich. Wo kommt die nächste Plattform? Ja, hier. Ja, wir schmeißen uns jetzt einfach mal hier runter. Und perfekt. Und wir kommen hier durch. Okay, nice. Okay, ein neues Areal. What the heck is going up? Hallo? Ich tu mal kurz. Ist es ein Gegner? Ich würde schon gerne wissen, was hier passiert. Okay. Na gut. Hallo, ich komm. Das ist so nervig manchmal in diesem Spiel. So. Wir haben gespeichert zumindest. Das ist ja schon mal was. Und wir finden einen weiteren Moonstone. Dann let's go. Ich habe keine Ahnung. Wartet, ich wollte mal kurz was gucken. Wird auf der Map... Nee, der Geheimraum wird auf der Map nicht angezeigt. Okay. Wow, Jetpack! Try to use this jetpack to fly to the cliff above us. Keep in mind that it needs to regenerate energy from time to time. How can I use... nee. Hallo? Ah, ja. Okay. Ich habe keine Ahnung, ich wollte nur gucken, was hier abgeht. So, okay, dann jumpen wir mal. Und perfekt. Ah, da unten haben wir jetzt das Jetpack stehen. Was haben wir eingesammelt? I have no idea. Ich glaube Health. Okay. Jetpack Power. Oh je, mit dem. Dieser Marienkäfer immer. Ja. Das ist echt die beste Methode gegen diese Marienkäfer. Alter. Jo. Okay, haben wir eh nichts übersehen? Nee, nicht so wirklich. Wir müssen nur hier rein. Oh shit. Oh, er hat mich ausgetreten. Oh fuck. Oh shit. Huh.
Huiuiui. Wir haben fast kein Leben mehr. Ist natürlich jetzt die Frage, ob wir hier da unten warten, sicher einiges an Monstern auf uns. So. Okay. Hier geht zumindest. Aha, ich würde. Sollen wir ein Medikit nehmen? Es geht da unten ab. Oder ein Feuer. Aber wir können es halt nur einmal benutzen. Ja, dann heilen wir uns mal kurz. Denn ich habe keinen Bock, den ganzen Weg nochmal hier runter zu laufen. So. Kurz mal. Weil da unten ist schon wieder so eine Schussanlage. Das ist nicht gut. Okay. Okay, nee, ist doch nicht. Aua, Leute. Alter. So. A. Das ist sehr gut. What are you? Hä, was zur Hölle ist das? Hä? Oh. Ah, okay. Okay. Ja, und wie ich gesagt habe, jetzt wäre das schon sehr praktisch, wenn wir bei dem Shop immer so ein Feuer hätten, ne? Das wäre schon sehr praktisch. Jetzt ist halt die Frage, gehen wir lieber nach links oder lieber nach rechts? Ich glaube, beide Wege sind sinnvoll, denn links haben wir natürlich den einen Weg, wo wir eh weiter müssen, aber rechts geht's auch, glaube ich, weiter. Dort, wo die eine Kiste war, die wir nicht runterholen konnten. Das war nicht hier, glaube ich. Hier ist jetzt die Frage, wo das war, ne? Ah, hier. Hier. Hier ist die eine Kiste. Hallo? Ach, hier, wir haben ein Jetpack. Das sollten wir vielleicht auch mal benutzen, ne? Bam, 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 bam. Und fertig. So. Oh, oh, oh. Oh ja, das war nicht smart. Das war nichts. Ja. Was? What the heck? Okay. Ich glaube, das hat gerade kurz ein bisschen gewackt, aber ist okay. So, wir schieben diese Kiste hier drauf. Ich weiß noch nicht mal, was damit passiert ist. Aber gucken wir nochmal hoch. Denn dort oben sah es ja auch ganz interessant aus, wenn ich ehrlich bin. Oh Mann. Überall brauchen wir jetzt das Jetpack oder was? So. Okay, mal kurz auf die Map gucken, was hier noch so abgeht. Oh nee, so ein Dumm. Oh, boah, shit happens. Oh, shit. Wo zur Hölle sind wir denn jetzt? Wir sind hier. Eieieiei. Das ist ein schlechter Checkpoint. So, oh mein Gott. Ich würde sagen, an dieser Stelle machen wir aber auch Pause und sehen uns einfach beim nächsten Mal wieder. Mir macht das Spiel eigentlich recht viel Spaß. Ich habe keine Ahnung, wie lang das Spiel ist. Ich glaube aber nicht allzu lang. Von daher, ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge. Ich hoffe, euch macht es auch Spaß. Bis dahin. Ciao.